sich dabei auch seriös aussehen. Also ich bin der Markus von Spielen Programmieren und spreche mit dem... Ich bin der Hans von der IBM. Okay, Hans. Kannst du uns ein bisschen zu deinem Projekt erzählen oder von IBM? Ja, also was wir hier machen, wir sind hier, um das Thema 10 Jahre Linux auf System Z vorzustellen und unseren Enterprise Linux Server. Da feiern wir dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum, dass Linux ja nicht nur auf dem PC läuft, so wie wir es schon seit 19 Jahren kennen, sondern auch auf den großen High-End-IBM-Systemen. Und was haben Sie für die nächsten 10 Jahre vor? Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben natürlich eine Strategie, wo wir hinwollen, aber eigentlich sind wir fürs Erste, für das, was unsere Kunden damit machen, schon ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Und wir haben das hier drüben an unserem Lego-Modell auch mal ein bisschen illustriert, wie sich das allerdings so alles zusammensetzt. Also wir haben eine Hardware, darauf läuft eine Virtualisierungslösung, darauf haben wir Linux und da kann man dann viele hundert Server betreiben. Und die Idee, das, was unsere Kunden machen, ist, die haben ziemlich viele Linux-Systeme vielleicht schon oder auch ein paar Unix-Systeme und die verbrauchen viel Strom und viel Platz im Rechenzentrum. Und dass man die einfach nimmt und auf einen großen Enterprise-Linux-Server stellt und von dort dann betreibt und damit kann man viele Kosten sparen. Das heißt Cloud Computing. Cloud Computing kann man damit auch machen, weil Cloud Computing braucht ja auch Virtualisierung und wird sehr oft mit Linux betrieben, dass man schnell dynamisch was zur Verfügung stellen kann. Deswegen unterstützt das System alle Voraussetzungen, die man für Cloud Computing braucht. Man muss aber nicht Cloud Computing machen. Man kann dieselbe Technik natürlich auch so nutzen, wenn man einfach das in seinem Rechenzentrum direkt betreiben möchte. Ja. Okay, können Sie uns das mal zeigen? Also, was man hier sehen kann, ist...